So, wir kommen leider immer noch nicht in den grünen Bereich in der Kulturdekadenzwertung, liebe Leute. Dafür sind wir beim Vermächtnis nach wie vor ganz vorne, aber wir haben ja auch mit den, sagen wir mal in Anführungszeichen, anatolischen Gebieten die mächtigsten Regionen hier zum Teil. Natürlich viele noch, die ausgebaut werden müssen, aber hier, wenn wir nur an Ephesus denken beispielsweise, dann sind das schon ziemlich gut durch Chios und so weiter hier oben, Nicea. Gut, Kampf. Wir haben den Sturm von Pelusium im Nildelta befohlen und werden den Ansturm vornehmen. Hier sehen wir die Siedlung, die durchbrochene Stadtmauer. Und wir werden das Endlosspiel aktivieren. Ja, sehr gutes Geplänkel. Da sollten unsere schweren Infanteristen kein Problem gegen die Miliz haben. Die Silberschilde stoßen vor. Die schwere Infanterie, ja, das können wir, glaube ich, skippen. Komplett aufgerieben und eingenommen. Das bedeutet eine weitere Siegesmarke für uns. Und hier unten hat sich gerade was verändert. Sieht so aus, als hätten die Ptolemäer durch Rebellion eine Region verloren. Judäa hat den Frieden angenommen. Hervorragend. Handelsabkommen, Frieden mit Thrakien ist abgelaufen, wir könnten Grundsteuern erheben. Wir bräuchten ja schon so ein bisschen Arbeitssteuer bringt Nahrung, also ein bisschen mehr Geldeinkommen bräuchten wir schon. Nahrung und Infrastruktur. Wir werden die verbündeten Städte hochbesteuern, unsere Stammbürger aussparen. Regionen, die hauptsächlich aus Bürgern mit unserer Ethnizität bestehen, riskieren nichts. Andere machen zusätzlich Geld, verlieren aber 15 Loyalität. Wir werden alle hochbesteuern, verlieren alle 15 Loyalität. Wir werden alle moderat besteuern, alle verlieren 4 Runden lang 8 Loyalität. Das können wir machen. Gib Geld aus, um Metall- oder Mannstärke zu holen, brauchen wir nicht. Mauri hat unser Angebot abgelehnt. Wir haben ein Ziel erobert, nämlich das Delta. Und Taurika soll ein neues Ziel sein auf der Krim. Bei den Skythen, die mittlerweile von den Alanen und Sarmatien so ziemlich zerstückelt wurden, muss man auch mal sagen. Interessant. Wie sieht es derweil in Ihnen hier drüben aus? Wir marschieren jetzt auf Olympia. Die Belagerung hier ist ausgeglichen. Da müssen wir uns langsam mal hinbequemen. Die spartanische Armee hat sich schon hinter ihre Mauern zurückgezogen, was natürlich vollkommen ahistorisch ist, denn wie wir alle wissen, hatte Sparta oder ist Sparta dafür berühmt, keine Stadtmauern gehabt zu haben. Überhaupt keine großen Gebäude, wie man sie aus Athen oder ähnliches kennt. Zumindest wird uns das so überliefert. Kefalonia ist unabhängig. Könnte man sich eventuell auch nochmal vorknüpfen. Falls das mal zum Ziel werden sollte. Wir sollen nämlich auch nicht, sollten darauf achten, nicht allzu viel stumpfsinnig einfach zu erobern. Hier ist unsere Flotte. Wir wollen mal gerade noch mal eine Übersicht verschaffen. Welche Kriege führen wir jetzt alle? Volle Kooperation mit Mauria. Ein Bündnis wollten sie aber nicht. So, Baktrien-Krieg ist klar, weil sie Untergebene von Seleukos sind oder den Seleukiden. Sparta, Nabatea, Ptolemäer, Makedonien. Da werden wir den Ptolemäern jetzt mal einen Frieden anbieten. Und zwar möchten sie uns bitte das Delta und Kasiotis geben. Und Nabatea. Und Idume, war das so? Wollten wir das auch haben? Ich glaube ja. Friedenschance 100%. Wir verhandeln mit Talent.
Und ja gut, es gibt immer noch deutlich positiven Kriegsscore. Dann könnten sie ja noch mal Ziele bei uns aufgeben. Das Kriegsscore ist jetzt schon minus 11, trotzdem noch 100% Chance. Fast geneigt zu überlegen, ob man sie vasalisiert, wenn sie so viel annehmen. Das nehmen sie natürlich nicht. 500, ne, das werden sie generell nicht machen. Also 100% bei den Verhandlungen. Warte, gucken, welche Provinzen sind das denn hier? Das will ich ja eigentlich nicht. So. Superior, Inferior, Major. Ist das hier eins? Können wir das hier mal sehen? Sinai. Nee, Sinai. Nee, gibt's nicht, weil die beiden noch nicht. Also eine der beiden müsste noch dazugehören. Das werden wir nicht kriegen. Haben Sie denn coole Einheiten? Schaut mal. Kamelreiter wollen sie uns dann nicht mehr oben drauf geben. Kamelreiter sind, glaube ich, gute Plänkler, nämlich. 85% immer noch. Versuchen wir mal für zwei Kamelreiter und die Regionen, die besagten. So, hier haben wir Nachschubmangel. Die Flotte kann sich zurückziehen. Die Armee kann jetzt. Schnellste Weg ist tatsächlich wieder über Land, zwei Runden. Über Land wäre mir lieber. Wie lange würdet ihr über Land brauchen? Wir haben keine Straßen, das ist das Problem. Drei Runden. Vier sogar, wenn wir hier durchziehen. Wir müssen dringend Straßen bauen. Ja, dann riskiere ich das jetzt mal, ne? Dass da hoffentlich keine Flotte kommt. Haben wir denn mittlerweile einen besseren General? 1-2er. 21 Jahre, immerhin. Dann setzen wir den da jetzt rein. Die haben ja auch Zeit, wenn sie darüber schippern. Wildnisexperte, bewaldet raubbergig. Stratege für defensiv. Ach, schaut mal, hier hatten wir schon Kamelreiter der Nabatea. Gut, die Armeen sind on the march. Dann können wir hier wieder etwas bauen. Einen Küstenmarkt an dem Lacus Tospites könnten wir bauen. Oder ein Freudenhaus, bringt allerdings Dekadenz, so weit sind wir noch nicht. Loyalität ist hier auch okay, also ist keine Not. Im Delta könnte man direkt mal was bauen. Da müsste man. Oh, die haben gar keine Infrastruktur hier so richtig. Auf Chios. Was haben wir denn da fertiggestellt? Da haben wir durch Gesundheitsversorgung eine neue Bevölkerungseinheit. Na gut. Da beschweren wir uns natürlich nicht drüber. Bauen auch mal hier die Voraussetzungen für die Straßen. Ein Wachturm wäre schön. Bithynia. Kultur wäre natürlich generell gut. Man könnte überlegen, ob man einen Sklavenmarkt eingeht. Wobei die Thymele hier schon. Dann gehen wir lieber auf Kultur. Hier bauen wir bitte die Mauern aus. Danach müssen wir mit den Straßen dringend weitermachen. Hier wäre es auch ganz gut, wenn wir langsam mal anfangen, Kultur zu produzieren. Hier bauen wir eine Palisade für den Anfang.
Weberei würde nochmal 11 Geld bringen, haben aber keinen guten Bonus. Gehen wir über den Radmacher auf mehr, ups, auf mehr Infrastruktur. Das ist alles nicht so pralle hier, ne? Wir bauen mal die Räucherei, dann haben wir wenigstens internen Handel noch. Und das war's dann hier. Medien scheint hier. Armenien ist immer noch mit Kolchis, mit Medien am Ringen. Tja, und Maurya? Belagert. Immerhin wird die Belagerung lange dauern. Das ist ein gutes Zeichen, denn das ist so wichtig hier. Ist das dieses Gebäude? Ja, dieses Gebäude ist ein nationales Wunder. Die Abu Parwat-Festung, die den Gebirgspass Abu Daranya schützt zum Rest des Maurya-Reiches, also das hier nicht auf der Karte ist. Darüber, über diese Region, können Maurya Off-Map-Truppen quasi aus dem restlichen Teil des Reiches rufen und das ist so wichtig. Also wir müssen jetzt schleunigst hier oben den Druck erhöhen. Ich bin fast versucht, jetzt hier reinzumarschieren, auch wenn wir ja wissen, dass hier hinten vermutlich noch irgendwie was rumstreunert. Zumindest war das unsere letzte Information. Wir könnten sogar durch die besetzten Gebiete hier durchmarschieren. Durch Judäa. Wieso ist es uns erlaubt, durch Judäa zu marschieren? Problem ist halt, dass es hier so gut wie keine Nahrung gibt. Aber wenn das hier erlaubt ist, ziehe ich mal hier rein. Ich will das mal sehen. Wie schnell ist unsere 4? Das ist nicht so schnell. Hier ist ein Fluss dazwischen, ne? Geht er bis hier hoch? Bis da? Kann es nicht ganz genau erkennen bei den Grenzen. Also hier scheint er noch zu laufen. Was ist das? Osroena, Flussüberquerung. Das heißt, der Gegner müsste da verzögert sein. Also wenn wir hier stehen, können wir vielleicht spähen und dann schnell wieder weglaufen, ohne dass Seleukos uns mit seiner Armee da angreifen kann. Ich hoffe, das ist kein Trugschluss. Die Armee hat keinen General, na da sowas hier. Wildnisexperte ist doch ganz gelegen für die Region. Und da können wir eigentlich auch gleich den Weitermarsch befehligen, beziehungsweise wir wollen ja dorthin und dann dorthin. So. Können wir dann nochmal schauen, ob es dabei bleibt. Rom schlägt sich mit den Celtici. Hat noch nichts in Syrakus unternommen. Gleiches gilt aber auch für Karthago, interessanterweise. Tja, das mit den ganzen Wüsten hier. Weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war, Jochen. Ich glaube, ich schon mal gesagt. Die haben kaum irgendwie Infrastruktur, irgendwas. Bringen aber natürlich sehr viel Dekadenz. Wie steht er denn? Können wir das mal sehen? KDV. Ja. Karthago ganz unten. Ganz unten mit dabei. Dekadenz. Und wissen wir, wie viele Marken er hat? Sehen wir das hier gerade? 3 Alterungsmarken. Alte Republik ist er schon. Oh Schreck. Da muss ich mal vielleicht mal erklären, wie das funktioniert. Weiß nicht, ob er das auf dem Schirm hat. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns mit dem nächsten Zug wieder, Leute. Bis dann, macht's gut, euer Jan. So, liebe Leute, der nächste Zug steht an. Platz 27 jetzt in der Kulturdekadenzwertung. Tut sich nicht ganz so viel für uns. Und ein Rebellenaufstand. Hellenische Rebellen attackieren Decapolis in Trachonitis. Und sie gewinnen den Kampf, weil sie Kamelreiter und 2x gewöhnliche Infanterie haben.
Da müssen wir wohl mal die Armee entsenden. Derweil ist unsere Truppe in Olympia bzw. in Arkadien gelandet und greift Olympia an. Das sollte kein Problem sein. Die Miliz ist ausgeschaltet und der Marsch geht weiter nach Lakonien, nach Sparta. Wenn ich es da richtig sehe, haben die eine Truppe eingeschifft. Mal gleich mal gucken. Frieden mit Makedonien. Huzza! Sie haben das Angebot angenommen. Und Truppen. Verwalter, wie sagt man, Diplomaten aus Dakien sind eingetroffen. Der Taktikfuchs möchte uns Metall für Gold geben. Das können wir machen, denn Metall können wir dann ja über die Entscheidung wieder verkaufen. Nehmen wir so an. Sklavenmärkte immer verteilen. Ja, und die Leute sind alle nicht so glücklich mit uns hier. Hier stehen sogar noch irgendwie makedonische Milizen drin. Ach, die ist dann... Ich glaube, sie ist übergelaufen. Sehe ich das richtig? Verrückt. Dekadenz ist hier ein großes Problem. Wachstum in 8. Weil befriedet wird, wird sowieso gerade nicht gut gebaut. Bauen wir eine Redner-Tribüne. Ach ja, und wir sind mit Byzanz ja auch noch im Krieg. Also muss die Armee dann später hier wieder rüber wechseln. Was haben wir hier? Aha. So, und jetzt bin ich hier gespannt. Tatsächlich haben die Spartaner eine kleine, leichte Kriegsflotte gebaut. Das ist etwas Außergewöhnliches. Wir werden hier die Provinz Graecia erstellen, um Ressourcen umverteilen zu können und die eigene Dekadenzproduktion zu verringern. Wir werden hier in Euboea, haben wir nur einen Bauplatz frei. Egal, trotzdem die Rednertribüne. Der Marsch hier unten wird fortgesetzt, da sind ordentlich Truppen drin, da kriegen sie noch 12 Einheiten Garnisonen. Die Belagerung hier wurde aufgehoben, also Herodotes wird seine Armee sicherlich per Flotte nach Makedonien zurückführen. Derweil belagert Athen Korinth in Achaia, das ist interessant. Hier haben wir eine rhodische Flotte, die sind neutral. Unsere Flotte liegt hier, das heißt, wir werden dann mal ausfahren, um Pylos zu belagern, den Hafen von Sparta. Beziehungsweise Pylos liegt schon ein bisschen weiter weg von Sparta, aber... So, und die Armee wird eingeschifft und hier sind keine Truppen mehr zu sehen in Reichweite. Nehmen wir die jetzt, um hier uns das zurückzuholen. Dauert das nicht zu lange. Judäa und Palmyra sind hier mächtig am Kämpfen, wie es aussieht. Und die Provinz Nabatäa wurde aufgelöst, weil wir diese Region an die Rebellen verloren haben. Ja, schade, schade. Wie sind eigentlich unsere Beziehungen zu Antigonos? Achso, wir sind ja im Krieg, ne? Nein, sind wir nicht. Hä? Sind wir doch. Okay, ich war gerade über die Ansicht gewundert. Er hat das Angebot noch nicht angenommen, das Friedensangebot. Wäre ja ganz cool, wenn er das mal täte. 5 Einheiten verteidigen hier. Wie viel hier? 5 plus die gewöhnliche Infanterie. Würde ich sagen, wir stürmen hier und schauen dann mal. Wenn wir Pech haben, steht natürlich da oben die Armee. Ha. Wir belagern vielleicht hier lieber mal. Ist ein bisschen sicherer zumindest. Die zweite Flotte könnte sich eigentlich der ersten Flotte anschließen. Leider haben die Schiffe alle kaum Erfahrung. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Oder wir fahren mit der Flotte hier hoch. Das machen wir mal. Wir teilen die auf. Warte mal, wir halbieren die.
Ja, geht nicht ganz auf, aber ist egal. Und fahren dann hier mit den beiden hoch, um die Häfen von Byzanz zu blockieren. Sie haben ein Landwirtschaftsgesetz verabschiedet. Das Problem ist bei der Belagerung, wenn wir jetzt dann später Byzanz belagern wollen, die haben große Mauern, eine Stadtwache und eine Akropolis. Also sind sehr gut gewappnet gegen Belagerungen tatsächlich. Genau, das Provinzerstellung haben wir eingeleitet. Belagerung von Sparta wird bald beginnen. Dann können wir die Regionen durchschauen. In Phrygien haben wir nur einen freien Bauplatz. Wir sollten die öffentlichen Arbeiten machen. Die nehmen ja keinen Bauplatz weg. Und sind die Grundlage für Straßen, die wir auch dringend brauchen, meiner Meinung nach. Tja, ruhig die Taverne. Für Loyalität. Hier haben wir nur einen Bauplatz. Wachstum in 5. Straßenredner machen wir trotzdem. In Kappadokien auch nur einen Bauplatz. Wachstum in 9. Man könnte einen Schmuckladen bauen. Allerdings haben wir Luxusgüter produzieren. Aber wir haben die ganzen Bonusgüter hier nicht. Korallen, Bernstein, Gold. Das ergibt hier also keinen Sinn. Freudenhaus möchte ich aufgrund der Dekadenz nicht haben. Viehfarm gibt eigentlich auch wenig Sinn. Ich mache mal ein Salzhaus, dann haben wir noch internen Handel, weil Salz beschafft werden muss. Das wäre ganz gut. Hier haben wir Wachstum in 7. Wucherer ist für mich keine Option. Wir gehen auf Infrastruktur, damit wir danach besser weiterbauen können. Apamene. Auch das Salzhaus für Salzhandel intern. Galiläa kriegt mal eine Palisade, um überhaupt irgendwie da anzufangen mit Verteidigungsanlagen. Hier unten bauen wir Häfen. Auf Lesbos können wir eine Karawanserei bauen, auch wenn das natürlich irgendwie von der Logik her überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das bringt Handelsbonus. Dauert allerdings 15 Runden. Vielleicht in 6 Runden haben wir schon Wachstum. Sollten wir dann vielleicht lieber nochmal auf Infrastruktur gehen? Schwierig. Ja, wir gehen erst nochmal auf Infrastruktur, um das ein bisschen zu pushen. Hier wird gebaut, da wird auch Infrastruktur dann nötig sein, wenn da wieder Ruhe eingekehrt ist. Das kann aber natürlich noch dauern. So, wie sieht es denn hier aus? Numidien fängt an, hier Karthago zu besetzen. Ach, was ich übrigens mal gucken wollte. Ich hatte ja beim letzten Mal geschaut, Jochen, geht es da mit der Dekadenz nicht so richtig gut. Aber ich wollte mal nach dem Handel gucken. Genau, da reicht unsere. Doch, wir handeln hier unten. Schau mal. Wir handeln hier unten. Über Tubartes handeln wir nach Akarnanien jetzt. Vorher war das wohl noch nicht der Fall. Aber das ist spannend, denn wir haben ja mit Karthago eine Kooperation am Laufen. Von daher. Piraten im Schwarzen Meer. Schreck, lass nach. Da ist durch Piratensicht rein. Wie sieht's hier mit Maurier aus? Oh, die Belagerung ist ungewiss. Die werden Baupatra, glaube ich, verlieren. Sollen wir denen nochmal Geld hinterherwerfen oder irgendwas? Einheiten stellen geht nicht, weil wir keine Nachbarn sind. Wir könnten ihn. könnten ihnen eine Region geben, ne? Das würde sogar gehen. Aber das, ja, bringt halt insofern nichts. Können wir sie vasalisieren? Bitte andersrum wenn dann.
Ist halt die Frage, ob das noch was bringt, da jetzt was rein zu investieren, aber der. Ja, verwerfen. Das Problem ist halt, dass Seleukos ja seine ganzen Truppen da freikriegen wird, die da hinten jetzt belagern, wenn sie nicht schon längst auf dem Weg hier rüber sind. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Und wir so ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken. Ich schlage vor, wir rekrutieren perspektivisch schon mal ein bisschen neue Einheiten. Und zwar Silberschilder, auch wenn die so mächtig teuer sind. Momentan haben wir das Geld dafür. 60, 90, 120 Unterhalt. Ich glaube, ja, reicht nicht ganz von der Ausrüstung her. Wie sind wir denn mit Phalanx-Einheiten ausgestattet? 3 und hier sind einige. Aber wobei es auch schwere Infanterie viel. Dann sollten wir vielleicht nochmal eine Phalanx uns besorgen. Wie sind denn da die Werte nochmal? 10. Manövrierunfähig in Bergen, Sumpf, bewaldet und Städten ist es, glaube ich. Angriff ist eine falsche Übersetzung. Da, ja, und ja, okay. Die schwere Infanterie sind Belagerer. Das sind die Phalanxen nicht. Alternativ sind die Söldner, diejenigen, welche. Bergbewohner. Bogenschützen aus Anatolien sollten wir auch noch mal rekrutieren. So, und jetzt sind wir da schon mit dem Geld im Minus. Wir haben aber die Entscheidung mit dem Metall. Müssten wir gerade so wieder ins Plus kommen, glaube ich. Mit dem, was wir noch dem Taktikfuchs übertragen. Ja, wenn nicht, dann dauert es halt ein, zwei Runden, bis wir wieder im Plus sind. Das ist okay soweit. Hier unten bin ich mal sehr gespannt, was da passieren wird. Ob uns da plötzlich eine Armee anspringt, die hier aus Babylon oder so kommt. Vielleicht stand sie beim letzten Mal hier oder wo war die? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, diese kleinen Festungen hier, die könnte man einfach stürmen. Das wäre kein Problem. Aber sobald wir auf diese größeren treffen, hier Mauernstufe 2, ist immer schon ein bisschen problematisch. Wie ist denn eigentlich? Das können wir ja auch nochmal gucken. Seleukos im KDV so unterwegs. Jetzt sehe ich ihn nicht. Seleukiden, ach da, die sind direkt vor uns. Mit einer Alterungsmarke. Hätte erwartet, dass er mehr mit Dekadenz zu kämpfen hat. Mal jetzt kurz bei uns reinschauen, wie sich das verändert. Plus 17, minus 23. Oh je, wir brauchen Kulturproduktion, Leute. Wir brauchen Kulturproduktion. Das führt dazu, dass wir hier längere. Ja, wir brauchen eigentlich auch Handel. Entschuldigt bitte. Also, Kultur, wo wir es können. Hier haben wir viele Sklaven, die könnten eigentlich mal umverteilt werden. Ich will aber auch nicht zu viele jetzt aus der Wirtschaft rausnehmen, aus der Finanzproduktion. Gerade wenn wir jetzt so hohe Ausgaben haben oder Unterhalt. 8 Runden, naja gut. Hilft nichts. 17 Runden. Ja, Nahrung ist ein bisschen ein Problem bei uns immer noch. Kommt mal aus der Infrastruktur raus, bitte. Es lohnt sich da überall eigentlich gar nicht so richtig, weil die kulturell nicht gut ausgebaut sind, ne? Das ist das Problem. Je besser die ausgebaut sind, desto höher die Produktion. Natürlich die Eigenproduktion durch die Gebäude.
aber dann auch durch die Pops verbessert. Wachstum in 6, naja, dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Wäre schön, wenn wir mal, und deswegen ist das ja so wichtig, nicht nur durch die Einnahme von Zielen, sondern auch durch eine gute Kulturdekadenzquote, Uh, 16 Runden. Machen wir da mal einen Sklaven rein. Wenn wir dadurch Fortschrittsmarken bekämen und dann mal irgendwie aufs nächste Level kommen würden, um dann entsprechend auch die Armee reformieren zu können und so weiter. Das wird noch eine Weile dauern. Ich meine, so weit fortgeschritten sind wir im Spiel noch nicht. Runde 59 jetzt. Aber das ist eine sehr wichtige Sache. Das sieht eigentlich soweit. Na, hier der Bürger kann da raus. Ist ja auch was Langfristiges. Kulturproduktion. So, wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt langsam mal alles gesehen hier? Da sind ganz viele Sklaven. Da ist ein Sklavenmarkt. Aber ja, müsste die mal verteilen, nicht wahr? Ansonsten vielleicht wollen die sagen ja mal eine Kooperation, wenn ich ihnen ein bisschen Metall gebe. 2%. Einheitenstellen geht nicht. 13%. Sie haben echt keine Lust auf Kooperation. Was ein bisschen schade ist, sie könnten ja hier Baktrien und Seleukos auch mal ein bisschen ärgern. Gleich hier unten das jetzt erobert? Ne, das schon länger. Na gut, dann ist das wohl so. Schauen wir mal, wie es da weitergeht und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.